Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play-Video. Wir spielen heute mal Star Fox. Ein Spiel, das ich damals auf dem Nintendo 64 bis zur Vergasung gezockt habe. Jetzt nur auf dem Emulator. Allerdings mit Classic Controller von der Wii. Und ja. Message from General Pepper. Priority one. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lilac system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Ja, Andross will mal wieder das Lilac-System einnehmen. So wie im ersten Teil auf dem Super Nintendo auch schon. Da hieß das Spiel allerdings noch Starwing. Und ja, guckt euch das Intro an. Das ist toll. Das sind unsere Charaktere. Falco Lombardi, Fox McCloud, gesteuert von uns selber. Der Hase Peppy und der Frosch Slippy. Sie werden uns dabei helfen, Andross zu bewegen. Das ist unser Hauptgefährt, der Arwing. Auf dem Login-Screen. Ja, Start-Screen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Sehr episches Intro jetzt nochmal. Corneria, fourth planet of the Lilac system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet, Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pygma Dengar, and Peppy Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pygma betrayed the team, and James and Peppy were captured by Andross. Peppy barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lilac system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lilac system once again. Ja. Also werden wir das Lilac-System wieder retten. Wie damals schon auf dem Super Nintendo. Mal schauen, vielleicht spiele ich diesen Teil auch nochmal, auch wenn er lange nicht so gut ist wie Lilac Wars. Ja, wir sehen hier eine Karte von den ganzen Levels, also jeder Planet ist im Prinzip eine Stage. Es geht darum, ganz hinten hinzukommen, zum grünen Planet Venom. Dabei gibt es verschiedene Wege. Wir versuchen mal den etwas schwierigeren Weg, mal schauen, ob wir es schaffen. Mal ein kleines Briefing. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andross won't have his way with me. Good luck. Ja, und schon geht's auf zur ersten Mission. Corneria. Eine, naja, nicht ganz so schöne Stadt. Wir fliegen mal von außen rein, übers Meer. Open the wing. Check your G-diffuser system. Falco here. I'm fine. This is Pepper. All systems go. Here. I'm okay. Ja, wenn alles gut ist. I see him up ahead. Let's rock and roll. Dann können wir ja anfangen. Ja, wie gesagt, wir starten hier über dem Meer. Jetzt kommen die ersten paar Gegner.
Ja, da habe ich schon noch nicht ganz so raus mit dem neu gekauften Controller-Adapter. Ja. Der nervige Frosch schafft es schon wieder fast, sich hier abschießen zu lassen. Aber auch ihn haben wir davon befreit. Jetzt geht's ihm besser. Ja. Wir sichten Land. Gleich geht's in die Stadt. Und wie wir sehen, es ist alles sehr kaputt hier. Nicht sehr schön die Stadt. Will ich nicht unbedingt wohnen. Everybody stay alert! Ja, zu den Ringen, die silbernen Ringe, die geben uns zusätzliche Energie. Die goldenen Ringe vergrößern unsere Energieleistung, wenn wir drei Stück davon haben. You got an enemy on your tail. Use the brakes. Ja. Jetzt zum Beispiel kriegen wir den dritten goldenen Ring, wie wir oben links sehen. Der verlängert sich jetzt unsere Energieleiste. Im ersten Level noch nicht so ganz nötig, hinterher definitiv sehr hilfreich. Ja, jetzt kommt auch schon die erste Entscheidung, ob wir auf die schwere Route oder auf die leichte Route kommen. Und zwar hat Falco gerade sich hier, das war die falsche, ein paar Gegner hinter sich reingezogen. So, die haben wir jetzt abgeschüttelt, dadurch haben wir überhaupt die Möglichkeit, auf die schwere Route zu kommen. Jetzt müssen wir gleich nach unten. Gleich sind wir durch die Stadt, jetzt geht's aufs Wasser wieder. Ja, der epische Platz für Barrel Roll. Ja, jetzt kommen so, ja, eine Art Tunnel. Wenn wir durch alle durchfliegen, dann dürfen wir hinterher auf die schwere Route, weil Falco uns dann einen anderen Weg zeigt. Er fliegt dann mit uns durch einen Wasserfall. Aber das werden wir jetzt sehen, wie gesagt, versuchen die schwere Route zu fliegen. Pretty smooth flying, Fox. Ja. Das würde er sonst nicht sagen. So, und rechts rüber. So, geschafft. Ja, jetzt, wie ihr gleich sehen werdet. Falco, where you going? Er fliegt jetzt hier durch den Wasserfall und geht mit uns durchs Wasser. Nicht gerade sehr breit das Wasser, aber... Ja. Ja. Perfekt. Zwei goldene Ringe zum Ausgang des Levels. Das Schöne ist, man nimmt die goldenen Ringe mit. Someone wants to play. Sprich, im nächsten Level brauche ich jetzt nur einen goldenen Ring. Incoming enemy from the rear. Drop altitude. Und hab schon die längere Energieleiste. Das wird nämlich immer wieder reset. Ja, und dann sind wir auch schon beim ersten Boss. Enemy field analyzed. Wir müssen erst diese drei Kanonendinger von ihm absprengen. Sobald wir das geschafft haben, dass der Gegner für uns angreifbar ist, aber hier nicht gerade eine große Herausforderung. Dieser Boss hier ist noch sehr, sehr einfach. Im Gegensatz zu ein paar späteren Bossen. Ja, schade, fast geschafft. Noch eine Runde. So. Und da können wir ihn auch schon kaputt machen. Zack. Bombe drauf. Ein bisschen weiter drauf rumschießen. Bisschen Gas geben. Da hast du wieder die falsche Taste. So. Und dann war es das auch schon mit dem Boss. We're Star Fox. You'll never defeat Android. Ja, das wollen wir dann nochmal sehen. Epische Explosionsanimation, damals zu Super Nintendo und beziehungsweise N64 Zeiten, das absolute Nonplusultra. Ja, we're heading out. All aircraft report. Geschafft und alle unsere Freunde sind sogar noch am Leben. Toll. You're becoming more like your father. I'm fine.
You okay over there, Fox? Ja. Schön. Ja, so ein bisschen arcade-mäßig ist das Spiel schon. Die Abschüsse werden durch und durch gezählt. Und nur die Abschüsse gehen hinterher in die Highscore ein. Ja. Dann würde ich sagen, beende ich diesen Part mal. Und zwar haben wir ja so ein kleines YouTube-Zeitlimit. Wir sind jetzt hier bei 11 Minuten. Gute Zeit für den ersten Part. Ich denke, ich werde pro Level dann einen Part hinterher machen. Und ja, mein Name ist Utgardus. Keep gaming und bis zum nächsten Part. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss!